Die obere Etage mit weiteren Meisterwerken ist nun für die Kardinäle eröffnet. Und wie soll ich da reinkommen? Dio vi benedica. Ah, cool. Entdeckt. Da wurden wir entdeckt. Tronzo, was glaubst du, was du da tust? Hey, das ist doch nicht etwa. Ach, das war aber auch knapp eben. Ein schreckliches Gemüt hat dieser Kerl. Mein Liebster bot ihm eine großzügige Summe für ein Gemälde und dieser Mistkerl wäre fast auf ihn losgegangen. Will er hier da nicht mal weggehen? Er hatte auch ein paar von diesen furchtbaren Botticelli, aber die würde mein Mann nie bezahlen. Herr
Okay. Jetzt kann ich wieder einmal hoch. Dreht er sich wieder um? Oh, ernsthaft jetzt? War aber auch knapp. Okay, das war jetzt wirklich auch wurde auch mal Zeit, ne, dass wir das hinkriegen. Also müssen wir mal gucken, wo wir jetzt rauslaufen können. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier rauslaufen können.
Zwei der Gemälde fehlen. Passt auf, hier ist ein Dieb. Toll. Das war eigentlich so nicht geplant, aber egal. Das war wohl ein Satz mit X, das war wohl nix. Aber wir müssen das Gott sei Dank nicht nochmal machen, ne? Boah, hab ich ein Glück. Sehen, wenn die Nase... Rom erwacht aus einer Träume. So, wo müssen wir denn hin? Müssen wir jetzt hier hinter? War das jetzt hier? Ja, hier. Habt ihr etwas gefunden? Das nicht. Keine Papiere, nichts. Das gibt's doch nicht. Etwas muss an den Gemälden sein. Denk nach. Ich habe nachgedacht. Diese Gemälde sagen mir gar nichts. Salai, hat Leonardo seine Forschungen nicht verschlüsselt? Er schreibt manchmal rückwärts. Ezio, er hat auch Tinten hergestellt, darunter auch eine unsichtbare. Aber unsichtbare Tinte kann man doch nicht sehen. Oder doch? Ezio, benutzt eure Gabe! Davon wisst ihr also auch? Leonardos versteckte Zeichnung zusammensetzen, um den Eingang zu den Katakomben mit dem Tempel der Pythagoreer zu finden.
Das sind Zeichnungen auf den Bildern. Wir hatten recht. Hier ist noch eine. Dieses wurde vollständig abgesucht. Hier ist eine Zeichnung. In diesem waren auch zwei versteckt. Da ist eine Zeichnung. Alle gefunden. Ich habe eine. Ich habe zwei gefunden. So, jetzt noch eins, ne? Hab eine. Mit diesem seid ihr fertig, wie ich sehe. Ich habe alle Bilder gefunden. Sie scheinen sich zu ergänzen. Dann zeichnet sie ab. Bringt mir Papier und Feder. Ist das eine Karte? Zeigt mir den Eingang. Ich muss die Teile erst richtig anordnen. Wartet. Was ist mit den verbrannten Gemälden? Vielleicht werden die fehlenden Teile nicht gebraucht. Würdet ihr darauf wetten? Nein. Okay, jetzt dürfen wir puzzeln. Also das würde ich jetzt mal sagen, ist Rand. Genau wie das. Setzen wir erstmal den Rand zusammen, ne? Würde ich sagen. Nee, warte mal.
Das sind die restlichen 4 Bilder, die wir haben. Eingang zu den Katakomben. Geht. Bringt ihn mir zurück. Halte durch, alter Freund. Ich komme. Ja, gut. Ja, gut. Nicht innerhalb von 5 Minuten geschafft. Ist egal. Hauptsache, wir haben es überhaupt geschafft. Der Tempel des Pythagoras. Die Katakomben betreten, um Leonardo zu finden und von seinen Entführern zu befreien. Kein Quadrat der Gesundheitsanzeige verlieren, Oha. Wie soll ich das machen? Hört sich nach Kloppe an. Sag mir, wo der Eingang ist. Zu glauben, du strebst nach Wissen, so wie ich. Was haben wir von Wissen, das wir nicht anwenden? Wir haben die Möglichkeit, eine bessere Welt zu schaffen. Eine, in der wir frei sind, unser eigenes Schicksal zu schmieden. Was, wenn ich lieber kein Teil deiner Vision wäre? Das wäre dumm. Siehst du es nicht? Wir vernichten die Unwissenheit, befreien die Menschen von ihren Standesgrenzen und Königreichen, von ihren tierischen Gefühlen. Jedermann wird die Wahrheit erkennen können. Mich hier im Dunkeln zu verprügeln und das Volk Italiens erleuchten? Pythagoras vollkommene Zahl steckt in diesem Tempel. Wir wissen es beide. Die Zahl findet sich in der ganzen Natur, in allen Dingen. Sie ist die Quelle. Mit ihr können wir die Köpfe und Herzen der Menschen öffnen und sie mit wie der Herr, so ist geschärft. Das ist der hermetische Eid. Zusammen verwandeln wir die Menschheit in Götter. Jetzt zeig mir den Eingang. Warum? Weißt du etwa nicht, wo er ist? Wie könnte ich? Halt! Ezio Auditore! Ihr, der ihr Cesare Borgia festnahmt, römischer Ignoranz ein Ende setztet,
überzeugt unseren Freund Leonardo, den Tempel zu öffnen und das goldene Zeitalter einzuläuten. Soll ich unseren Freund mit Tritten überzeugen? Oder wäre euch meine Klinge lieber? Im Gegenteil. Mir wäre nichts lieber als eine freundschaftliche Lösung. Helft Leonardo, Vernunft anzunehmen. Mit der vollkommenen Zahl können wir die Menschheit neu erschaffen. Nicht nach meinem Credo. Dann findet die Revolution ohne euch statt. Ucciderlo! Du gehörst mir, Assassine! Leonardo, ich muss es wissen. Auf die Lücke ziehen! Bitte, für die Zukunft der Menschheit! Sag es mir! Ja, so bestimmt nicht. Wie einfältig. Haltet euch fern von mir, Assassino. Im Innern sind wir alle gleich. Lol. Schmeißt ihn da runter, weiß. Ihr? Ein Assassine? Ein Feind des Wissens? Man muss die Wahrheit aus freien Stücken suchen. Zwingt ihr sie anderen auf, erreicht ihr gar nichts. Diese verlorenen, verfeindeten Reiche. Ich hätte ihr Leiden beendet. Che tu possa conoscere la verità nella morte. Requiescat in pace. Komm, verschwinden wir von hier. Das geht nicht, Ezio. Nicht ohne den letzten Raum des Tempels zu erreichen. Du bist verletzt. Das wird schon wieder. Wenn diese Zahl noch intakt ist, riskieren wir, dass ein anderer Narr sie findet. Nimm die Fackel. Ich werde vorgehen. Zum Glück konnte ich Massimo mit den Bildern hinhalten. Das hat sie massiv zurückgeworfen. Nach Pythagoras bewegt sich die Seele durch Spalten in der Erde, wie ein Lichtstrahl. Sie entzündet Feuer, und Feuer steht für Wissen. Thank you.
Du hast es fast geschafft. Du hast leicht reden. So, wo muss ich jetzt hin? Ach, da. Ja, nee, ist klar.